Schloss Zara, sind Vampire Dawn 2, ich bin Detektiv und... Ah, let's play Red Room. Ja, das haben wir schon gelootet, beziehungsweise ich hab's offscreen schon gelootet, aber ich hab da was entdeckt. Oho, was kann das nun sein? Ein Geheimnis? Band 1 der Reihe, Gedichte der Dunkelheit, geschrieben von Cool Devil. Ich denke mal, das ist irgendeiner aus dem Forum. Bestimmt, es trägt den Titel Aska. Interessant, lies vor. Ich war noch jung, 10 Jahre kaum, da herrschte Krieg, gut gegen bös. Blut beschmierte meinen Saum und meine Eltern verschwanden, adieu. Eine Kreatur zerfleischte sich, ich konnte nichts dagegen tun. Ich kam, um zu helfen ihnen, doch ein kalter Schlag brachte mich zum Ruin. Als erwacht ich bin, ein großer Mann vor mir stand, er sagte, sieh nicht hin, und reichte mir die Hand. Geh nach Melsa, sagte er, und zeigte mir den Weg. Ich ging und bemerkte eine Wunde. Vom Kampf her, es waren 2 Löcher am Halse. Sie blutete und hat gebebt. Ich ging ins Gasthaus zum bebenden Stier und keuchte nur noch, helft mir. Meine Kräfte verließen mich und mein Schlaf war bitterlich. Am nächsten Morgen war wieder alles gut, doch verändert habe ich mich. Und als ich ein kleines Mädchen sah, da wusste ich... Ich brauche Blut. Ja, sehr gelungen. Ja. Ja, nettes Easter Egg. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Malix hatte da mal eine kreative Phase oder so. Wir werden jetzt weiter Gebiete erkunden und questen halt. Ich würde dich im Übrigen noch um etwas bitten. Ja. Denn wir haben ja den Weihnachtsmann besucht und wir haben da ja etwas bekommen. Ja. Und die Zuschauer werden es nicht wissen. Ich habe es dir gesagt, vielleicht hast du es wieder vergessen. Den Gegner, der uns diesen Code gibt, den gibt es in diesem Spiel nicht. Ah ja, stimmt. Den gibt es nur in der Kampfdemo, ne? Den gibt es nur in der KS-Demo, was auch immer das sein soll, weil Kampf, das ist ja das Standard-Kampfsystem. Genau. Aber ja... Bleiben wir von hier. Und das Schlimme ist, das ist wohl Maleks Geburtstag und das macht die Sache eher trauriger, weil er war nicht 14, wo er den ersten Teil gemacht hat. Ich denke mal, er war 20 oder 21, als der erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wann kam der raus, offiziell? 2001? Ja, 2001. Auf jeden Fall okay, war er 20. Auf jeden Fall war er schon... Aber mit 20, also ich meine, ja. Er hatte, also wirklich, wenn man das so von den Dialogen erliest, dann... Kam sein eher vor, als er ist ein 14- bis 15-Jähriger und das ist nicht gut. Aber viele Informatiker können das leider nicht. Oh, hier muss man auch... Achso. So. Dann sag mal an. Ich glaube 21, 12. Und dann 80? Guck einfach mal nach. Ah, das war wohl der Falsche. Na gut, Moment. Dann muss ich noch mal ganz kurz nachschauen. Ja, diese Vorbereitung, einfach mit Profis arbeiten. Yeah. Ey, ich habe dich gerade spontan auf die Idee gebracht, lass uns doch diese Kiste öffnen. Ich hätte gehofft, du könntest das... Oh, du hast es irgendwie völlig vergessen. Aber das ist kein Problem. Schön, oder? Guck mal, jetzt habe ich mich hier verrückt verwandelt auf der... Okay, also meine spontane Idee, Marleys Geburtstag bei Google einzugeben, hat natürlich nicht geholfen. Marley Geburtstag, 6. Februar 1945 auf Jamaika. Das ist ein anderer Sag mir mal bitte ganz kurz, wo hier das geheime Gebiet ist. Hier muss eine Eishöhle sein. Wo bitte? Hier, so unten im Süden auf der Map. Ja, Moment, da muss ich jetzt wieder, also du bist erwartet, alles von mir erwartest, also bitte. Du bist jetzt, wo von Schloss Farin? Hier ist Schloss Farin. Da ist eine Eishöhle. Bist du schon drin? Nein. Du musst aber auf jeden Fall nach links. Hier unten müsste die irgendwo sein. Hier unten links. Hier ich mein, so. Nicht hier die, so. Die meine ich nicht, ja? Die, das ist richtig. Ach so, die meinst du nicht? Nee. Die meine ich nicht. Das war jetzt gerade die erste, die ich gefunden habe. Dann. Meinst du die Höhle der Verdammten? Weil hier sind noch ein paar Wälder. Falls du da die suchst. Okay, dann sag mal so einen Wald an.
War eigentlich eine Eishöhle, das weiß ich, waren ja schon mal drin gewesen. Zum Beispiel rechts, oder vielleicht ist auch hier was. Warte mal, ja, da ist auf jeden Fall was. Habe ich dir extra die Karte gegeben? Damit mir Hallo, da ist ein Wald, verdammt Junge, ey. Oh, da ist ein Elras. Oder auch nicht. So, gut, dann sollte ich jetzt eigentlich genug Zeit haben, den... Genau, den Geburtstag rauszusuchen und rauszufinden, wo hier die Eishöhle ist. Es ist 26.12. Ah, 26.12, okay. Machen wir es sofort. Genau. Es tut mir leid, ich habe mich da bei einer Ziffer geirrt. So, 26, ne? Mhm. 12 und dann 80, ne? Genau. Sehr gut, Wein, hast du geklappt? Ach, den Code musste man da eingeben. Den hätte ich euch auch sagen können. Ja, schon klar. So, schauen wir doch mal, was da drin ist. Spiegelhelme halten. Nett. Ich hoffe, hier ist kein völliger Crap. Gibt halt null dazu. Spiegelschutz vor kritischen Treffern. Das ist natürlich interessant. Also, es gibt bestimmt Gegner gegen die Machtspiegel. Alles, ne? Aber nee, gibt's doch später als Zauberspruchspiegel. Okay. Wir haben natürlich noch Lernen. Jetzt kannst du mit mal gucken, wo dort die Eishöhle ist. Das ist, glaube ich, ein hellblauer Schriftzug. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Eishöhle, die würde ich ganz gerne in dem Part auch noch machen. Ach, du hast recht, da steht EH2. Ich dachte, das wäre ein Wald. Nee. Es tut mir leid, ich... Okay, was sind das ja, für Leute? Ja, die wäre einfach nur rechts von Schloss Farin gewesen. Ah. Hier irgendwo ist nämlich noch der letzte vom Clan der Apokalypse versteckt. Ich habe den aber offscreen noch nicht gefunden. Ja, sind wieder Geheimnisse, wie ihr sehen könnt, ne? Jo, ich schon wieder alle offscreen. Und böse Kapuzenträger, die uns angreifen. Die gar nichts können. Guck mal, also wie schnell wir hier sind, ne? Stimmt. Also die haben auf jeden Fall auch, keine Ahnung, vielleicht so 600 HP. Hätte man die machen können? Also wahrscheinlich schon ziemlich früh, das Gebiet hier. Gehe ich mal davon aus. Oh, ein Schneemann. Ist aber nichts drin. Vor allem diese Kapuzenträger hier, die bauen Schneemänner und greifen uns dann an, ja? Ja, ja, genau, weißt du. Na, eigentlich wollen die einfach nur in Ruhe. Hallo, habt ihr Kohle dabei für unseren Schneemann? Hallo? Genau. Hallo? Das ist gerade einfach nur ein Missverständnis, ja, weil die eine andere Sprache sprechen als wir. Ja, ja. Da unten. Wo geht es denn da hin? Zu einer Truhe. Versteckt im Waldesinneren. Ah, und verschlossen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich dann ein Rezept oder eine Karte geben. Weißer Stein. Gucken, ob das... Ja. Guck mal. Was denn? Oh, man kann uns sehen. Man kann Elaines Haare sehen. Ja. Nicht getestet. Tja, Elaines Haare. Verrat mal wieder alles. Jaha. Das ist aber ein Fehler, der war auch im anderen Teil nicht da, oder? Mir ist dann nie aufgefallen, so ein Fehler. Und wird es auch wieder rausgehen? Jetzt wieder raus, gehen wir noch nach links, dann haben wir das Gebiet schon. Ich denke auch, wir haben das Gebiet jetzt eigentlich schon erkundet. Ja, ja, ja. Oh. Ach, da ist noch eine Truhe. Schön. Wasser des Lebens. Auch hier frage ich mich, warum hat man es nicht so gemacht, zum Beispiel, dass alle Truhen, in denen zum Beispiel eine Karte drin ist, eine Farbe haben, alle Truhen, wo die Teleportsteine drin sind, haben eine Farbe, weißt du? Die Farbe der Truhen im Spiel ist einfach nur zufällig. Und das ist doch totaler Quatsch, ne? Dann wäre es auch wieder viel besser, wenn die da ein System reingemacht, ne? So. Du sagst östlich aber vom Schloss, ne? Hm, genau, hier unten. Wo? Warte mal, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken. Hier? Ein bisschen weiter oben, glaube ich. Also es ist ziemlich parallel zu Farin. Hier so? Genau, hier so. Nee, dann eben das Feld oben rechts, oder? Ja, das hier. Sieht gut aus. Top. Das ist ein Geheimnis. Hier ist ein Baum in der Höhle? Ja, selbstverständlich.
Weihnachtsbaum, der hat jemand hingestellt. Ja, guck mal, der ist in den Geheimgang. Nein, ach. Das ist so cool, ey, dass er da so ein Tier hingestellt hat. Das Quiekel ist erstmal in den Geheimgang. Blutflasche erhalten, einfaches Fell erhalten, Seele erhalten. Um 10 erhöht. Ja, hier ist aber nur ein Geheimnis. Schade. Aber da oben ist eine Truhe. Diese Bäume hier drinnen. Warum? Komm, mal ganz ehrlich. Was? Warum sind Tannenbäume und alles drinnen? In einer Höhle. Tannen und Fichten. In einer Höhle. Und auch hier in diesem Raum wird Weihnachten gefeiert. Ja. Ich will jetzt ja echt nichts sagen, aber hat diesen Baum da jemand angepflanzt oder so? Das waren Tiny Tim und sein Vater. Ich meine, ich bin jetzt echt kein Botaniker, aber ich behaupte einfach mal, dass so Bäume nicht wachsen. Oh. Das ist super. Ja, nach Drachen aus. Ja. In dieser Höhle, wo Drachen drin sind. Die Drachen feiern Weihnachten. Ja. Ach, das wäre doch ein super Weihnachtsspecial. Also es ist schon seltsam, oder? Und die halten viel zu viel aus. Schwach, schwach, schwach. Alle ganz schwach. Oh Gott. 18. Die sind echt ganz schön schwach. Müssen wir wirklich weiterkämpfen? Ja, wir sind kaputt, ne? Ja, kaputt sind wir nicht, aber fliehen musst du wohl, ne? Ist Schwäche jetzt weg, oder? Nein. Gegenstand. Das heißt also, wir gehen nur noch rein, holen das Kind der Apokalypse. Achso, okay, gut. Du hast zum Glück Gegenstände dabei, ja. Das Doof ist natürlich, jetzt haben die Befriede ihre vollen HP, oder? Ja. Und wie viel fehlen erstmal? Geht ja gut los. Wow, was ist das für Gegner? Ja, Mensch. Drachen. Das ist, auf jeden Fall ein Gebiet, was man erst spät machen soll. Ich glaube, wir sind auch auf Level 99, ne? Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es gar nicht. Naja, wir haben ja später halt noch Zauber. Ja, das stimmt. Die wir niemals einsetzen werden, so wie ich uns kenne. Na doch, bei sowas schon. 2. Kannst du nicht irgendwie einen Zauber machen? Nur Asgard scheint irgendwie gegen diese Schwäche immun zu sein. Aber kann die Vampirkriegerin uns nicht irgendwie mächtiger machen? Apropos, ja. Sie ist fast tot, ne? Oh, ich seh's gerade. Ich mach den Blitz. Wow. Er greift auf jeden Fall nochmal an. Nee, Asgard ist jetzt auch schwach. Jetzt sind alle schwach. So, und ach Gott, was mache ich hier gerade? Ah! Elaine macht noch den meisten Schaden. Und zwar brauchen wir ein Krankheits... Da ist das. Das kann Valnar zuschlagen. Immer in einer. So. Die anderen jetzt müssen sich auch alle heilen, gezwungenermaßen. Heilt sich auch noch Asuka. So, es kann... Bam. Das war zwar, glaube ich, Elaine, die sich geheilt hat, aber... Naja, es hat funktioniert. Boah, das war gerade... Nee, halt, Asgard hat ihn geheilt und ja, dann so ungefähr. Das war gerade etwas unkoordiniert von mir, aber das Kampfsystem ist einfach nur stressig. Das Kampfsystem ist so stressig, wie die Gegner stressig sind, und die Gegner waren schon ganz schön stressig. Heilflasche, jetzt haben wir keine Heilflaschen mehr. Nein, die heilen so ungefähr 50 Trefferpunkte oder 100. So ein Quatsch. Was auch so ein Quatsch ist, ja? Wenn du Speichersteine hast, dann sind die auf einmal an der Position, wo vorher der Speicherkristall war. Das heißt, benutzt außerdem auch im New Game Plus ständig außerdem den Speichersteine, den du euch nicht verkaufst. Tja, soviel zu dem Thema. Ja, den werde ich nicht lang haben. Nö, weil du entweder versehentlich benutzt oder verkaufst. Richtig. Das heißt, ich versuche jetzt hier Kämpfer aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, hier ist so ein Geheimnis, ja. Vorsicht! Die ist verschlossen. Naja, dann muss der Drache eben mal kurz in der Luft fahren. Ja, ja. So, geschafft. Feuerrune. Oh Mann, Junge, ey. Ja. Lass dich nicht von jedem einzelnen Event aufhalten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, das ist eine Truhe. Haha, ausgetrickst, Drache.
Eine Eisruhne in einer Eishöhle. Oh, ja, diese Ausweichskills hier. Gut, ne? Das Blöde ist, diesen komischen Boot habe ich bisher noch nicht. Ah, hier oben geht's noch weiter. Nein, hier ist aber nur... Nein! Ja. Tja, es ist nur einer. Ein einzelner Tag. So, jetzt bringen wir den einfach so schnell um, bevor er auf alle Schwäche macht. Nein. Zu spät. Warum genommen hat eigentlich Eishaus Schwäche? Ach, mach nix. Ich hab das Spiel nicht entwickelt. Ich bin nur Opfer dieses Spiels. So. Jetzt können wieder zwei zuschlagen und das werden die wohl hinbekommen. Denkst du? Ja. Haben sie. Wer sagt's denn? Siehst du? Too easy. Too easy. Oh Gott, zum Glück habe ich davon einfach mal unendlich viele gekauft. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Eigentlich soll nicht wegen Schwäche, sondern wegen Vergiftung, aber hey. Waren wir hier unten schon? Ja, hier unten waren wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir schon waren. Ja, hier unten waren wir schon. Das ist hier noch nicht oben links. Oh Gott. Wir waren nur noch nicht da, wo direkt zwei Gegner auf uns zufliegen. Aber solange es nur einer ist, geht's. Ja. Und solange er nicht seinen Eishauch oder was auch immer einsetzt. Genau, da soll er bloß warten. Oh nein, nicht verfehlen. Nicht verfehlen. Ja. Los, komm schon. Danke. Du easy. Hab ich doch gesagt. Naja, ist schon klar, Steve. Bei mir geben nur 4.100. Ich glaube, da ist auch noch ein Geheimnis drin, ne? Nein. Fliehen. So ein Quatsch, ey. Oh, Vorsicht, jetzt kann er uns in den Geheimgang folgen und dann... Oh, da hinten geht's auch weiter, du hast recht. Aber auch nur eine Truhe. Dann machen wir die mal auf. Was ist hier drinne? So geschafft. Lebensank. Boah, sogar ganz gut, aber das Nervige ist... Jetzt ist der Typ wahrscheinlich hier im Tunnel. Mm. Ja. So geil, ey. Also im Tunnel ist halt wirklich absoluter Schwachsinn, ja? Und schon sind alle wieder schwach. Komisch, wie schaffen wir jetzt noch machen mit Verstärkung? Naja, zum Glück sind nur Elaine und Balnar schwach. Den anderen beiden geht's noch ganz gut. Können wir das eigentlich am Anfang des Spiels einstellen, ob die Gegner warten sollen oder nicht? Oder? Nein. Okay. Da war das wohl in einem anderen Spiel, das gut war. Es würde sowas hier geben. Ja, ich mag das ganze System nicht genau wegen sowas. Ja, das hätte ich ein bisschen dämlich. Also, ich meine, klar, es ist irgendwie cool, wenn das auch so ein bisschen in Echtzeit ist, aber auf der anderen Seite, was soll der Scheiß? Ja, ich meine, die Balken laufen alle weiter, während man gerade irgendwie im Inventar rumsuchen muss. Das ist ja, es ist nervig. Also, das zumindest hätte man blockieren müssen. Oder können. Also, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt einfach kaputt bekommen. Und gut ist, danke. Ja, vielleicht ist das Kind hier doch nicht drin. Ich weiß halt nur in irgendeiner, irgendeiner Höhle hier, ne? Ja, es gibt nur zwei Höhlen, also... Deswegen dachte ich ja eigentlich, wenn es nur zwei Höhlen gibt, dann müsste er ja eigentlich in einer Höhle drin sein, ne? So. Und dann... Was sind schon 700 Lebenspunkte? Nichts, gar nichts. Das ist eigentlich das Witzige, ne? In den meisten Spielen werden 700 Lebenspunkte, so Trefferpunkte, fast wieder voll, wenn man 999 hat. Wo man sich aber erstmal hinarbeiten muss. Und hier... Tja. So, also hier scheint er nicht drin zu sein. Na gut, dann haben wir die Höhle erkundet und den Wald in diesem Part und das Geheimnis kennengelernt. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich war DC Steve und... Ah, Let's Play Retro. Wenn wir uns immer in den Kommentaren da noch rumfreuen. Tschö.